das Fahrrad, immer neu im Trend. Es gibt sie noch, Neuheiten im Fahrradmarkt. In Amsterdam braucht man das Fahrrad zur Fortbewegung. In Mallorca vorwiegend trainingshalber. Und in Zürich zum schnellen Aktenverteilen. Nur in der Armee, da wird es nicht mehr gebraucht. Während das Fahrrad lange Zeit ausschließlich als Fortbewegungsvehikel diente, haben findige Geschäftsleute in den letzten 25 Jahren immer neue Nischen und Märkte erschlossen und neue Trends kreiert. Große Mode ist zurzeit das Freeride-Biking. Wildes Rasen und Springen über Stock und Stein in einer massiven Schutzmontur auf vollgefederten Rädern. Ein Ausschnitt aus dem neuesten Video One Steep Planet. Welche Neuerung sich schließlich durchsetzt und zu einem Trend wird, entscheidet der Verbraucher. Auf Zweiradmessen, wie zum Beispiel in Zürich, wird mit allen Mitteln um die Gunst des Kunden geworben. Ein glaubwürdiger Zeuge liefert dabei die besten Argumente. Zum Beispiel Tillmann Waldthaler, der mit dem Fahrrad fast die ganze Welt bereist hat. Ich habe mit dem Radfahren angefangen 1977 und ganz, ganz herrliche Touren gefahren. Wüstengebiete, Berge, Dschungelgebiete in allen Kontinenten. Das heißt, ich war in insgesamt 115 Ländern und habe total 430.000 Kilometer zurückgelegt. Waldthaler wird von Sponsoren finanziert, deren Produkte er natürlich preisen muss. Erstaunlich ist dennoch, dass er auf der zurzeit aktuellen Reise von Alaska nach Patagonien eine Nabenschaltung benutzt. Die Wiedergeburt der altehrwürdigen, aber abnützungs- und wartungsarmen Nabe liegt im Trend. Es gibt da sehr smarte Ideen jetzt und die sind auch serienreif und da spricht mir vor allem die Dual-Drive ins Auge. Man hat dann plötzlich mit einer einzigen Schalteinheit hat man Möglichkeiten, 24 Gänge zu schalten. Bei diesem System werden die Vorteile von Wechsel- und Nabenschaltung kombiniert. Vorne läuft die Kette nur noch auf einem Radkranz, hinten über verschieden große Ritzel. Das Getriebe für je eine Unter- und eine Übersetzungsstufe befindet sich in einer Nabe. Den ehemaligen Weltrekordhalter über 1000 Meter mit fliegendem Start haben aber auch andere Systeme überzeugt, sogenannte intelligente Federungen. Beim Mountainbike Full Suspension gibt es einen sogenannten Smart Brain, der ist von Fox entwickelt und das hat sogar der Brain, das denkt mit. Wenn zum Beispiel Schläge kommen von unten, dann werden alle geschluckt. Wenn jemand ein bisschen unruhig fährt oder im Wiegetritt fährt, dann verhält sich das Rad eben ruhig. Es gibt keine Antriebsverluste. Und von dem her ist das eine neue Dimension. Das wird sich durchsetzen. Hilfe aus der Steckdose erhält, wer kraftsparend Berge erklimmen will. Die batterieunterstützten Fahrräder arbeiten immer effizienter. Dieses exklusive Designfahrrad für Liebhaber und Ästheten, man gönnt sich ja sonst nichts, vereint superleichte Carbon- und Scandium-Teile mit einer hydraulischen Scheibenbremse. Aber auch vor den Alltagsmodellen macht der Einsatz extraleichter Materialien wie Carbon nicht Halt. Das Citybike von morgen wird weniger als 10 Kilo wiegen. Amsterdam, die Stadt der Fahrräder schlechthin. Die Weichen für die Entwicklung zur Fahrradmetropole wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gestellt. Einwohner und Umweltschützer gründeten eine Vereinigung, um gegen den zunehmenden Autoverkehr anzukämpfen. Der Fietsersbond von Amsterdam hat heute 6.000 Mitglieder und spielt seit damals als Lobbyorganisation der Fahrradfahrer eine wichtige Rolle in der Stadtplanung.
Beim Start damals wollten alle das Verkehrsproblem lösen, die Straße für die Leute zurückgewinnen, denn sie war voller Autos. Die einen zielten auf ein umweltfreundliches Verkehrssystem, die anderen wollten Platz schaffen für ihre Kinder und das Fahrrad. Heute genießen die Radfahrer viele Privilegien gegenüber den Autos. Fast überall Fahrradstreifen, in Einbahnstraßen auch in Gegenrichtung, eigene Ampelanlagen, großzügige Vortrittsregelungen. In der Stadtverwaltung kümmert sich eine ganze Abteilung nur um das Wohl der Radfahrer. Und sie weiß sich vom Volk getragen. Im Zentrum von Amsterdam werden 50% der Fahrten mit dem Fahrrad unternommen. Weiter außen geht die Zahl auf 35, dann 28% zurück. Aber 50% im Zentrum. Das ist eindrücklich. Der Platz vor dem Königsschloss, der Dam, ist allerdings gegen die Bedürfnisse der Radfahrer gepflastert worden. Die Fahrbahn ist holprig. Nun sollen die Radspuren wieder geteert werden. Vom Bahnhof verkehren unzählige Fähren, die bei Stoßverkehr im Minutentakt die Einwohner in die Wohngebiete im Norden der Stadt transportieren. Die meisten von ihnen sind mit dem Fahrrad unterwegs. Die Benutzung dieser Fähren ist gratis. Sie werden mit den Autoparkgebühren im Stadtzentrum finanziert. Die Begründung ist einfach. Für die Benutzung des Tunnels, der unterirdisch den Norden mit der Stadt verbinden, bezahlen Automobilisten auch nichts. Der Anteil der Radfahrer im Stadtverkehr ist wohl in keiner europäischen Stadt so hoch wie in Amsterdam. Dennoch ist es wohl zu spät, um dieses System in anderen europäischen Städten umzusetzen. Das muss auch der inzwischen aus der Stadtregierung ausgeschiedene grüne Politiker Frank Köhler gestehen. In Amsterdam 30% of the trips is by bicycle. Da über 30% der Fahrten in Amsterdam auf das Fahrrad entfallen, bilden die Radfahrer eine starke Lobby für eine Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit. Hier ist es politisch möglich, genügend Platz für Radwege durchzusetzen. Ask for free path, special bicycle path. In anderen Städten, wo der Radfahreranteil kaum 5% ausmacht, ist das natürlich schwieriger. Auch Radfahrer müssen parken. Die Stadt ist voll von abgestellten, meist massiv gesicherten Fahrrädern oder Teilen davon. Und Radfahrer sind nicht die besseren Menschen. Auch unter ihnen gibt es Diebe und Vandalen. The people in Amsterdam, they drive very old bicycles. Die Amsterdamer benutzen sehr alte Räder. Das heißt, die meisten, die täglich Rad fahren, besitzen mehr als eines. Ein gutes und eins für die Stadt. Ein Problem von Amsterdam ist der Fahrradklau. Jährlich werden rund 100.000 Räder gestohlen. Technisch liegt das Problem darin, dass es zu wenig bewachte Radparkplätze gibt. Einerseits gibt es zu wenig Platz dafür, andererseits will niemand dafür bezahlen. For that. People don't like bicycle sheds. They don't want to pay for it. So that's one of our problems. Das dreistöckige Fahrradparkhaus beim Amsterdamer Bahnhof, gratis, aber unbewacht, ist dann auch schon früh morgens komplett besetzt. Und wenn man abends das eigene Fahrrad nicht sofort wiederfindet, kommt schnell der Verdacht auf, es könnte gestohlen sein. Ein Versuch, dem Problem mit frei benutzbaren öffentlichen Rädern beizukommen, scheiterte vor Jahren kläglich. Radikallösungen sind dennoch keine zu erwarten. Niemand würde mehr anregen, Kanäle und Grachten aufzufüllen, um Parkplätze zu errichten, wie das vor 25 Jahren noch der Fall war. Aber die Frage stellt sich wieder öfter. Soll man hier oder dort mehr Platz schaffen für die Fahrradfahrer oder Autoparkplätze errichten? There's an argument, should we make a safe bicycle path here or should we give prevalence to parking cars? Fahrradläden und Reparaturwerkstätten findet man in Amsterdam an jeder Ecke. Auch im Bob Orange ist, wie in den meisten Geschäften Amsterdams, der Grundriss klein und der Raum knapp.
Dat is anderhalf jaar. Anderhalf jaar. We zijn nog niet ouder dan dat. Als Mitinhaberin und Fahrradmechanikerin hat sich Ada Bergmanns einen Jugendtraum erfüllt. Die Arbeit macht ihr Spaß. Trotz der großen Zahl von Fahrrädern, die in den Straßen kursieren, ist die Luft zum wirtschaftlichen Überleben in Amsterdam aber dünner geworden. It depends. You've got bicycles that you need for your work. Fahrräder für den Arbeitsweg und den täglichen Gebrauch werden immer benötigt. Aber der Markt für teure Rennen- oder Tourenräder ist eingebrochen. Das ist zu viel Luxus. All-terrain bikes, racing bikes, that will go down. That will go down. That's luxury for the people. Anzahl und Margen im Verkauf sind zurückgegangen. Dazu sind auch die Preise für Reparaturarbeiten empfindlich eingebrochen. Und mit gestohlenen Fahrrädern will sie nichts zu tun haben. Wie aber kann man ein gestohlenes Fahrrad erkennen? You can't always tell. See, for instance, this das kann man nicht immer sagen. Dieses Rad zum Beispiel ist nicht gestohlen. Wahrscheinlich. Da ist nichts beschädigt, wo das Schloss ansetzt. Wenn das Schloss beschädigt ist, rufe ich die Polizei. Wenn die Seriennummer vermuten lässt, dass es gestohlen ist, nehmen sie es mit. Das gefällt mir. Denn ein gestohlenes Rad zu flicken, ist Drecksarbeit. Das ist Drecksarbeit, nicht dieses. Auf der Suche nach Nischenprodukten haben sich die drei Eigentümer auf Transportfahrräder spezialisiert, die in Amsterdam vor allem auch für den Transport von Kindern verwendet werden. Nachmittags um 3 Uhr findet sich auch Ada mit vielen anderen Eltern vor der Tür des Kindergartens ein, um ihren 5-jährigen Sohn abzuholen. Da viele Schulen mit dem Auto gar nicht erreichbar sind, organisieren auch begüterte Familien ihren Kindertransport mit Fahrrädern. Es gibt sogar darauf spezialisierte Taxidienste. Auch wenn inzwischen eine konservative Regierung ins Rathaus von Amsterdam eingezogen ist, dürfte sich an der Verkehrspolitik nicht viel ändern. Zu viele Amsterdamer sind täglich Nutznießer des bisherigen Kurses. Eine Umkehr ist nicht so einfach. Viele Leute aus allen Parteien benutzen diese Fahrradwege. Die Zahl der Unfälle mit Fahrrädern ist auf einem sehr tiefen Niveau. Und jeder Versuch, Fahrradwege zugunsten des Autoverkehrs aufzuheben, würde massive Proteste hervorrufen. Auf Fahrradmessen dürfen natürlich die Wettkampfgeräte nicht fehlen und mit ihnen die Prominenz. Mutige Trial-Spezialisten aus der Schweiz. Wendige Gleichgewichtskünstler aus Brasilien. Verwegene Jumper aus Amerika. Und natürlich Radrennfahrer wie zum Beispiel Ex-Weltmeister Oskar Kammenzind. Denn was für die Spitzenleute gut ist, sollte dem Normalverbraucher billig sein. Zum Beispiel eine Trainingswoche in Mallorca. Im März sind die Strände der balearischen Ferieninsel Mallorca noch fast leer. Nicht jedoch die Straßen. Sei es in den Ebenen des Südens oder in den Bergen des Nordens, auf Haupt- oder Nebenstraßen, überall begegnet man Radfahrern, die in Gruppen oder allein ihrer Fitness nachjagen. Die landschaftliche Schönheit und das milde Klima der größten Baleareninsel hatte Mallorca im 19. Jahrhundert zu einem vornehmen Ferienziel der europäischen Prominenz gemacht. Mit der Mobilitätswelle fielen dann die Touristenmassen über die Insel her und zerstörten dieses Image. In den letzten 20 Jahren nun aber haben sich die Radfahrer zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor entwickelt, von dem vor allem auch die im Landesinnern gelegenen und sonst vom Tourismus kaum beachteten Städtchen profitieren.
Me parece que en estos momentos recibimos unos 80.000, entre 80 y 100.000 cicloturistas cada año. Mallorca beherbergt jährlich zwischen 80 und 100.000 Radfahrer, die meisten in der Zeit zwischen Februar und April, Mai. Diese Auslastung der Zwischensaison ist wichtig für uns. Das hat Auswirkungen gehabt auf die Infrastruktur der Insel, speziell auf die Straßen. Wir haben inzwischen 1200 Kilometer Teerstraßen bei einer Inselbreite von nur 80 Kilometern. Zur Abfertigung am Flughafen von Palma kann man mit dem Fahrrad fahren. Er hat als einziger speziell auf Fahrräder abgestimmte Transportbänder. Für viele Hotels, die früher erst im Mai öffneten, sind die Radfahrer ein wahrer Segen. Denn nun beginnt die Saison schon Anfang Februar. Und im Herbst kann sie bis Weihnachten dauern. Eines dieser Häuser ist das Hotel Playa de Muro in der Bucht von Alcudia, im Nordosten von Mallorca. Ausgelegt für 6 Monate Badetourismus, nun 10 Monate im Jahr geöffnet. Im Februar dient es einigen Spitzenmannschaften als Trainingsbasis. Ab März sind es vor allem Privatkunden aus Mitteleuropa. Gegen Ende März sind die 1000 Betten voll belegt. Das Playa de Muro ist eines von 12 Hotels, die beim ehemaligen Schweizer Steher-Weltmeister Max Hürzeler unter Vertrag stehen. Hürzeler hat sich in knapp 20 Jahren zu einem der führenden Radsportunternehmer der Insel entwickelt und bringt inzwischen jährlich bis zu 20.000 Radler auf die Insel. Dafür wurde er schon einmal mit dem Innovationspreis der Balearen ausgezeichnet. Ich bin eigentlich nur an der Radsportinfrastruktur beteiligt, die gehört mir und ich lebe einfach vom Organisieren der Radsportferien. Und das nicht schlecht. Zum Kerngeschäft gehört nicht nur die Fahrradvermietung, sondern auch ein ganzes Arsenal von Zubehör und Bekleidung, bedruckt mit einer eindrücklichen Liste von Sponsoren. Ich habe früher eine Fabrik gehabt, sogar in Thailand, und jetzt produziere ich alles in China. Und das ist natürlich sehr preisgünstig und so kommen die Gäste in den Genuss von eigentlich den preiswertesten Radsportbekleidungen, die es gibt. Eine sportgerechte Verpflegung, zum Frühstück am besten Früchte, Getreideflocken, Milchprodukte, kann Max Hürzeler bei seinen Vertragspartnern ebenso durchsetzen wie andere auf die Radfahrer zugeschnittene Leistungen. Alle meine 12 Vertragshotels sind sehr kooperativ, weil die wissen ganz genau, dass sie mit den Radsportlern leben. Und zudem ist es auch so, dass die Verpflegung für einen Radsportler, das ist ja Pasta zum Beispiel und leichtere Sachen, das ist auch nicht viel teurer. Natürlich essen die dreimal mehr wie ein normaler Tourist. Vor 2 Jahren wurde in Spanien ein Gesetz verabschiedet, das kompakte Radfahrergruppen von mindestens 3 Leuten einem Fahrzeug gleichsetzt. Die Sicherheit der Radfahrer stand im Zentrum mehrerer Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen wurden. Ja, wir haben Verschiedenes unternommen. Zum Beispiel haben wir viele Nebenstraßen geteert, damit die Radfahrergruppen nicht die Hauptverkehrsachsen benutzen müssen. Dann haben wir uns sehr um das Verständnis der Autofahrer gekümmert. Wir haben die stumme Kommunikation zwischen Auto und Radfahrer, die früher fehlte, entscheidend verbessert, vor allem durch viele Informationskampagnen. Und das hat sichtbar Früchte getragen. Einheimische Autofahrer verhalten sich äußerst rücksichtsvoll gegenüber den Radsportlern, selbst wenn sich diese auf der Straße gelegentlich nicht sehr diszipliniert verhalten. Einer, der seit etlichen Jahren regelmäßig sein Aufbautraining in Mallorca absolviert, ist Roger Catin. Er ist Inhaber und Chef einer Haushaltgerätefirma in der Nähe von Zürich. Erst ein ernster gesundheitlicher Zwischenfall brachte ihn dazu, sich um seine Fitness zu kümmern. Dass er sich dem Radsport zuwandte, ist aber kein Zufall. Ich habe 25 Jahre in meinem Leben überhaupt nichts gemacht. Und dann habe ich mal eine leichtere Herzschwäche erlitten und musste zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, Allgemeinzustand dem Alter entsprechend, du musst unbedingt etwas tun.
Und dann habe ich halt entschieden, ich muss was tun. Und dann ging es natürlich darum, dass ich dann eine Sportart wählte, wo ich jederzeit selber bestimmen kann, wann ich das ausübe, mit wem ich es ausübe und so weiter. Da kam ich auf den Radsport. Und er tauchte Kopf voran hinein. Gründete mit ein paar Gleichgesinnten den Club Quo Vadis, mit dem er unter anderem auch den Kilimanjaro bestieg. Und jedes Jahr in Mallorca das Aufbautraining bestreitet. In Hürzelers Fahrradzelt, wo rund 2000 Räder hängen, lässt er sich von Chefmechaniker Albert Fritz, einem ehemaligen Sechstagefahrer, ein geeignetes Fahrrad anpassen. Sein eigenes ist für einmal zu Hause geblieben. Es geht diesmal nur darum, den Winterspeck loszuwerden. Mit dabei in diesen ersten Trainingstagen ist auch Sportjournalist Willi Kiem, Quo Vadis Clubmitglied und ehemaliger Radsportspezialist am Schweizer Fernsehen. Am leichtesten trainiert er sich in geführten Gruppen, deren Leiter das geeignete Tempo bestimmen. Der Job ähnelt dem eines Skilehrers. Er verbindet Hobby und Training. Obwohl nur Kost und Logis zum Grundlohn gehören, ist der Job heiß begehrt. Auch Willi Kiem hat 18 Jahre lang einen Teil seiner Ferien als Radgruppenleiter verbracht. Bei den Gruppenleitern ist es einfach so, dass man nette Leute haben muss, die Freude haben am Job und die auch gerne gemütlich fahren, mit den Leuten gut umgehen. Ich habe jedes Jahr hunderte von Bewerbungen und so verbinde ich mein Training mit dem Gruppenfahren. Das ist eigentlich eine ideale Kombination. In solchen Gruppenausfahrten erarbeitet Catin die konditionelle Grundlage für ein intensives Sommertraining auf Schweizer Straßen. Bis im Herbst hat er einige tausend Kilometer in den Beinen und ist bereit für die nächste Parforce-Leistung. In diesem Herbst eine einwöchige Pässefahrt in Graubünden. Warum aber muss es jedes Jahr ausgerechnet Mallorca sein? Weil Mallorca die schönste Insel ist, die es überhaupt gibt. Abgesehen von Arenal und Palma und so weiter. Das hat mit Ballermann 6 überhaupt nichts zu tun. Das ist die schönste Insel, die es gibt. Die muss man mit dem Fahrrad erfahren, buchstäblich. Und wenn man mit dem Fahrrad 3 Kilometer von der Küste weg ins Landesinnere geht, hat man zum Teil das Gefühl, man ist in einem anderen Jahrhundert. Da gibt es wirklich noch Eselkarren und da wird mit ganz einfachen Pflügen zum Teil noch gearbeitet. Und die Leute sind fantastisch freundlich und die Landschaft ist wunderschön. Kein Wunder also drängt es die beiden, wie übrigens die meisten anderen ebenso, auch am trainingsfreien Tag gemeinsam auf das Fahrrad. Puerto de Poyenza ist kaum eine halbe, die lauschige Bucht von San Vincent nur gut eine Stunde entfernt. Neben alltagstauglichen und preiswerten Nischenprodukten finden auf Fahrradmessen wie an Automobilsalons die Concept Cars exklusive Studien am meisten Beachtung. Doch auch die fanatischen Fahrradliebhaber sind kritisch geworden. Es gibt Leute, für die ist das Fahrrad bedeutet eben viel. Und die sind auch bereit, etwas dafür auszugeben. Aber sie sind nicht mehr bereit, 8.000 Franken auszugeben, nur weil ein geiler Name auf dem Rad steht, sondern sie informieren sich und sie sind auch mündig geworden. Vielleicht haben sie in der Vergangenheit schon mal den Fehler gemacht und einfach zu viel bezahlt für einen guten Namen und waren dann mit der Performance nicht zufrieden. Nein, auch da muss ich sagen, es gibt ab 3.000, 4.000 Franken gibt es heute sensationelle gute Fahrräder, wo vielleicht vor 2-3 Jahren fast doppelt so teuer waren mit der gleichen Leistung. Und da gibt es immer auch ein paar pfiffige Zubehörteile. Die einen verleiten eher zum Schmunzeln als zum Kaufen. Andere könnten sich plötzlich als Renner erweisen. Zum Beispiel dieser Fahrradhelm mit integriertem Rückspiegel. Mitten über den eigenen Kopf schweift der Blick zurück auf den Verkehr im Rückraum. Ob man ihm im Stadtverkehr wohl je begegnen wird?
Daniel Albrecht ist in Zürich Velokurier. In vielen Städten Europas, die unter übermäßig starkem Autoverkehr leiden, hat sich die Idee durchgesetzt, Dokumente und kleinere Pakete im Stadtverkehr mit Fahrrädern zu verteilen. Und Zürich ist, den vielen steilen Straßen zum Trotz, so etwas wie das Mekka dieser Zunft. Mit einem Kurier pro 10.000 Einwohner besitzt Zürich die größte Dichte. Daniel Albrecht, von Beruf Maler, liebt seinen Job. Faszinierend ist einfach irgendwie, man ist frei, man fährt auf der Straße umeinander, den Puls von Zürich spürt man und ja, man muss schauen, dass man etwas verdienen kann und darum muss man sich ein bisschen einsetzen und wenn man sich einsetzt, kann man sicher auch Geld verdienen und zusammen mit dem Hobby das zu verbinden, ist sicher super. Dieses Gefühl muss überwältigend sein, denn an Interessenten herrscht kein Mangel. Obwohl das Wetter in Zürich selten so schön ist und der Verdienst vom Umsatz abhängt. Die Hälfte für den Fahrer, die Hälfte für die Firma. Die Ausrüstung, außer Rucksack, Funkgerät und Trikot, ist Sache des Kuriers. Insbesondere das Fahrrad. Es ist also total mein Problem, ob jetzt ein Reifen abgenützt ist oder irgendetwas defekt. Das muss ich alles selber zahlen. Aber das ist auch im Lohn kalkuliert, dass da eine gewisse Entschädigung darin enthalten ist. Die Materialkosten können ganz schön ins dicke Tuch gehen. Daniel Albrecht verbraucht pro Jahr allein 3 Felgen. Die Wahl des richtigen Fahrrads hängt deshalb nicht nur von persönlichen Präferenzen, sondern auch von wirtschaftlichen Kriterien ab. Leicht, aber robust, rollfähig, aber rutschfest müssen Kurierfahrräder sein. Jedes einzelne ist ein auf den Stadtverkehr zugeschnittenes Unikat. Und deshalb auch bei Dieben beliebt. Ich fahre jetzt mit einem Mountainbike. Nicht mit einem Stollenpneu, sondern einfach mit einem abgeflachten. Dass es ein Allraumpneu ist, also wenn es regnet und so weiter, dass man sicher einen gewissen Halt hat auf der Straße. Daniels Mountainbike ist mit knapp 10 Kilo verhältnismäßig schwer, hat einen Hornlenker, eine Wechselschaltung mit hinten 7 und vorn 3 Kränzen, einen Rennradsattel und Klickpedale. Ein Rennrad hätte zwar weniger Rollwiderstand, wäre leichter und damit schneller, aber so mit dem Rennvelo würde ich auch viel lieber durch die Straße fahren, eigentlich, wenn es schön Wetter ist. Aber man muss natürlich wirklich, für mich ist es wichtig, dass ich auch beim Regen also gewisse Sicherheit auf dem Velo habe. Und das Rennvelo ist natürlich auch etwas sehr Sensibles und für die Stadt eigentlich, sag jetzt mal, wenn man immer wieder muss bremsen und losfahren über Randsteine, ist es sicher nicht gerade das Ideale. Die Aufträge werden, ähnlich wie bei einem Taxiunternehmen, per Funk übermittelt. Das bedeutet für den Kurier, erneut anhalten, aufschreiben, wieder losfahren. 86, kannst du durchgehen. Die Fahrräder haben keine Taxiuhr. Deshalb wird der Zustellungspreis bei der Auftragserteilung von der Zentrale festgelegt, durch grobe Messung der Strecke. Pro Kilometer Luftlinie 6 Franken, egal ob es aufwärts oder geradeaus geht. Der Schnelligkeit im Weg stehen nicht nur Autos, sondern Fußgänger, Gehsteige, Einbahnstraßen, Ampeln, kurz die Verkehrsregeln. Also ich meine, im Normalfall tut man es natürlich schon beachten, wenn es irgendwie geht oder wenn nicht so viel los ist, so gut es geht. Das ist klar, wenn man alles beachten will, dann wären wir gleich schnell wie jeder andere auch. Und, aber klar, man muss schon schauen, auf die Leute auf dem Trottoir, die laufen. Das, vor allem, das könnten ja Kunden sein von uns, dass wir die nicht verärgern. Auf der Kundenliste der Kuriere stehen meist Anwälte, Ämter, Banken, Reisebüros. Aus dem Alltag heraus ragen Aufträge für Prominente, Politiker, Showgrößen. Und wenn es dann einmal das Grand Hotel Dolder ist, wird selbstverständlich höchste Diskretion gewahrt. Ob nun ein Säumiger im letzten Moment seine Steuererklärung bringen oder ein Prominenter seine Lieblingszeitung holen lässt, alle bauen sie auf die gleichen Qualitäten. Ja, natürlich als Velokurier, das ist bekannt. Da ist man natürlich wendig, man ist schnell. Man kommt durch alles durch, auch wenn der Verkehr stillsteht. Das ist natürlich ein riesen Vorteil.
Zürich, das Mekka der Velokuriere. Sie sahen das Fahrrad, immer neu im Trend. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich. Oder per Fax 01 262 38 14. Oder über Internet. Gleich anschließend Ende Feuer für das Militärfahrrad. Diese Bilder haben historischen Wert. Denn diese Truppe, die Kompanie 3-5 des Radfahrerregiments 6, gibt es nicht mehr. Das heisst, sind wir der Alte vorne, bellen weg den Töni. Tönt doch die Töni korrekt tragen, dann muss ich auch nicht bellen. Das Bellen ist endgültig vorbei. Im April ging die Ära der Schweizer Radfahrertruppen nach 111 Jahren zu Ende. Regimentskommandant Oberst Martin Gubler erinnert sich mit Wehmut. Als ich mich stellen musste und in die Rekrutenschule musste, wollte ich etwas machen während dieser langen Zeit, was mit Sport zu tun hat. Und da habe ich gesagt, ich will eine sportliche Leistung erbringen. Also gibt es nur eins, Radfahrer. Und das war ein guter Entscheid. Das Leben als Radfahrersoldat war schon immer hart. Bis in die 90er Jahre hatte das Militärrad keine Übersetzung und nur eine Rücktrittbremse. Selbst als vor 10 Jahren ein neues Rad mit 6 Übersetzungen abgegeben wurde, war das Bergauffahren mit dem 20 Kilo schweren Vehikel eine Tortur. Aber ein Radfahrer kennt keine Müdigkeit. Still leiden und durchhalten war Ehrensache. Wenn man in einer Steigung ist, auf einer Verschiebung, dann flucht man innerlich. Aber sobald sie darunter geht und man auf dem Rad fahren kann, dann ist es super. In ihrem letzten Wiederholungskurs hatten die rund 1100 Soldaten des Radfahrerregiments 6 bei herrlichem Wetter nochmals Gelegenheit, die Freuden des Radfahrerlebens zu genießen und bis zur Neige auszukosten. Daneben stand aber auch Fachausbildung auf dem Programm. Aber so, dass es jetzt leichter geht, die müssen das gegenseitig nach dem Kapuzen zumachen. Denn die Radfahrer werden nun in andere Truppenteile integriert, wo sie als Aufklärer, Infanteristen oder Panzergrenadiere den Rest ihrer Dienstpflicht erfüllen müssen. Achtung, Hage! Vorbei ist es auch mit den radfahrertypischen und beliebten Übungen im Gelände, bei denen nicht nur die Soldaten, sondern auch die Fahrräder ihre Feldtauglichkeit beweisen konnten. Den Entscheid zur Abschaffung nimmt man sportlich, wie einen Schiedsrichterentscheid zur Kenntnis. Zuerst ist man natürlich enttäuscht, weil man ist mit Herzblut dabei als Radfahrer. Wenn man das nicht hätte, dann wäre man am falschen Ort. Aber wenn man die Sache ganz normal anschaut, mal analysiert, dann ist der Entscheid wahrscheinlich auch richtig. Aufgrund der Armeereform, dass jetzt die Radfahrer abgeschafft werden, dazu stehen wir und das haben wir akzeptiert. Wir müssen es auch akzeptieren. Und wir richten uns jetzt aus auf die Armee 21, auf dieses neue Modell. Ich will mit der Radfahrerkompanie in ein Zwischenziel am Bereitschaftsraum in Gachnang verschieben. Spitze rollt 0830. Ja. Zum Abschluss gab es dann bei der Manöverübung Finale Furioso nochmals Gelegenheit, die Leistungs- und Leidensfähigkeit bei erschwerten Bedingungen unter Beweis zu stellen. In einer großen Verschiebeübung legte die Truppe in 20 Stunden knapp 200 Kilometer zurück. Und das mit einem 20 Kilo schweren Rad, mit 15 Kilo Zusatzpackung, mit umgehängtem Gewehr, bei misslichen Wetterbedingungen und zum Teil bei Nacht, unterbrochen nur durch 2-3 Stunden Schlaf. Für Oberst Gubler war es die Bestätigung, dass die Radfahrer auch im letzten WK nichts von ihrem vielbeschworenen Chorgeist verloren haben. Denn obwohl viele der Soldaten längst nicht mehr im Zenit ihrer Leistungsfähigkeit standen, gab es wenig Ausfälle und die Stimmung blieb trotz Schnee und Regen gut. Das ist der Teamgeist, der hier spielt unter Sportlern.
Und speziell bei dieser Truppe. Man hilft sich, man hat bei den Verschiebungen ein Tief, der andere hilft einem und das ist das, miteinander eine Leistung erbringen und ins Ziel kommen. Das ist das, was die Radfahrer auch prägt. Solche Bilder gehören allerdings der Vergangenheit an. Freeride-Biking und Downhill-Racing sind nur noch Zivilisten vorbehalten. Abtreten, 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 abtreten.